Über 300 aktive Läufer und Läuferinnen bevölkerten vor einer Woche den Dessauer Stadtpark. Dazu gesellten sich Kollegen, Familienmitglieder und andere Zuschauer. Mit dem Firmenlauf feierte eine neue Veranstaltung Premiere in Dessaus grüner Lunge. Ganz neu ist die Idee des Firmenlaufs nicht. Im Rahmen des Citylaufes können Mannschaften von Unternehmen aus der Region gegeneinander antreten. Doch jetzt gibt es eben ein eigenes Event. Die Idee hinter dem Firmenlauf ist einfach. Zum einen ist das der sportliche Aspekt. Schließlich gilt es in Gemeinschaft fast 11 Kilometer zu bewältigen. Zum anderen wird durch das Miteinander der Zusammenhalt gestärkt und nach dem Lauf kann man mit anderen ins Gespräch kommen und so auch Netzwerke aufbauen. 76 Mannschaften nahmen am ersten Firmenlauf teil. Die Strecke führte durch den Dessauer Stadtpark. Eine Runde war dabei 1,3 Kilometer lang. Jeder der insgesamt 4 Läufer pro Team hatte dabei 2 Runden zu absolvieren. Während sich einige dabei auf die Jagd nach der Bestzeit begaben, stand für die meisten der olympische Gedanke im Vordergrund. Ja, war wunderbar. Ich war zwar nicht trainiert, habe mich nicht großartig darauf vorbereitet, aber so insgesamt war eine coole Strecke. Man war in der frischen Luft, hat sich bewegt und ich bin angekommen. Das ist die Hauptsache. Oh, es war anstrengend, aber wir sind ja als Taktikteam gestartet und die Taktik ist aufgegangen. Wir wollten das Feld von hinten kontrollieren. Das ist gut gelungen und wir sind alle ins Ziel gekommen. Ja, war wunderschön, muss ich sagen. Es waren ja die idealen Bedingungen hier im Stadtpark. Also es hätte kein besseres Wetter sein können. Ich glaube, die Stimmung war wundervoll und das hat eigentlich einen auch richtig getragen, gerade auf den letzten Metern. Ist ja schön, wenn die ganze Firma dabei ist, auch noch am Rand steht, selbst diejenigen, die nicht laufen, die Leute mit anfeuern. Das motiviert natürlich nochmal extra richtig Gas zu geben. Ja, ist alles super gut gelaufen. Also das Team hat gut durchgehalten und wir sind alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, war entspannt, anstrengend, so würde ich es mal zusammenfassen. Naja, war sehr gut, war ein bisschen schwer für mich, ich laufe nicht so schnell, aber ich denke, war in Ordnung. Also ja, ich lebe noch, das ist immer gut. Angekommen ist am Ende jeder, der eine schneller, der andere etwas langsamer, aber das war am Mittwoch eben Nebensache. Natürlich wurden auch die Schnellsten prämiert, darunter auch die schnellsten Chefs, aber auch für das lustigste Outfit gab es einen Preis. Alles in allem waren die Veranstalter mit der Premierenauflage durchaus zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Also es war eine tolle Veranstaltung. Wir hatten super Wetter, super äußere Bedingungen. Die Location hat sich als herausragend optimal geeignet gezeigt. Es war eine super Beteiligung, es war eine super Stimmung. Also es war eine richtig schöne Veranstaltung. Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass wir es angepackt haben, eine zweite große oder größere Laufveranstaltung hier im Zentrum zu installieren. Es war sehr, sehr gelungen, sehr schön. Schon im September haben die Firmen erneut die Gelegenheit, sich sportlich zu messen. Dann aber im Rahmen des Dessauer Citylaufes. Bis zum nächsten Firmenlauf muss man sich ein Jahr gedulden. Kommen wird der aber auf jeden Fall.